So, Freunde, wir haben ausverkauft. Aber zuallererst herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ahmed Sharif und ich hoffe, euch allen geht's gut. Ja, Freunde, kurzer Zwischeneinwand. Und zwar habt ihr sicherlich alle mitbekommen, was da in Türkei, Syrien und in den weiteren Ländern passiert ist. Es handelt sich dabei um eine riesen Naturkatastrophe. Ich konnte das nicht mit meinem Gewissen so vereinbaren, weiterhin einfach Videos zu drehen und zu sagen, hier, das ist verkauft, das haben wir jetzt gekauft, da ein cooles Geschäft gemacht. Wir haben jetzt zwar nicht die krasseste Reichweite, aber ich weiß, dass über 99% nur coole Leute unsere Videos schauen und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr den Links unten folgt, dass ihr vielleicht auch in der Richtung spendet, denn da wird gerade sehr, sehr viel gebraucht. Vor Ort werden auch Menschen oder Hilfskräfte gebraucht, die wirklich vom Fach sind, die das bergen können. Ne, da sind Menschen unter Schutt und Asche gelegt worden durch ihre eigenen Steine, die sie vielleicht selber gesetzt haben. Eltern beerdigen ihre Kinder, Kinder beerdigen ihre Eltern, Kinder wachsen vielleicht ohne Eltern auf und so weiter und so fort. Ne, ihr wisst selber, die Links sind unten verlinkt, die können wir mit gutem Gewissen weitergeben. Wir hoffen natürlich auch, dass jeder einzelne Cent da ankommt, wo er hin soll. Und dass den Menschen in der Türkei und in Syrien geholfen wird, weil das wünscht man niemandem. Nee, wir haben leider nicht ausverkauft. Aber wir drehen eine Hofrunde. Wir drehen trotzdem eine Hofrunde. Warte kurz. Ja, das könnte jetzt zwischendurch ein bisschen lauter werden, weil die Elektriker am Stimmen sind. Aber gut, das gehört halt dazu. Auf jeden Fall, wir haben gerade hier die Fahrzeuge alle rausgefahren. Den C63, den Dacia Docker, den Ford Tourneo und das CLK Cabrio. Einfach aus dem Grund, ich will hier einmal durchwischen und wieder ein anderes Bild vorne verkaufen. Ja, kommen wieder ein paar andere Fahrzeuge rein, ich muss mal gucken, wie ich die umstelle. Wir haben ja, ja, der CLK muss aber hier raus, weil hier muss ein bisschen Platz geschafft werden, da kommt noch in den nächsten Tagen was. Wir haben ja den BMW, ne, der ist ja fertig, der läuft wie eine 1. Wir haben den A6 dazu bekommen. Und das sind so Fahrzeuge, die man ruhig drinnen in den Showroom schon vorne an die Front stellen kann, denke ich. AMG rausgefahren. Der wird auch nicht mehr vorne in der ersten Reihe jetzt platziert. Der wird jetzt quasi ein bisschen verkaufsfertig gemacht. Da habe ich noch ein bisschen was zu machen. Ich glaube, zwei Felgen haben Bordsteinkratzer. Ne, die würde ich gerne noch machen lassen. Ich habe den jetzt auch wieder neu inseriert. Auch ein anderer Preis. Und ich denke, also mein Bauchgefühl sagt mir auch, dass das Ding jetzt auch nicht mehr so lange hier sein wird. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, eben wo ich den rausgefahren habe, kannst du mal deine Story einblenden, die du gerade gemacht hast auf Instagram. Habe ich das schon wieder so ein bisschen vermisst, ne? Ich habe so ein bisschen, ja, mal gucken, vielleicht melde ich ihn an. Muss mal gucken, vielleicht melde ich ihn wieder an. Aber es ist halt einfach ein bisschen auch unpraktisch für mich, ne? Gerade habt ihr auch mitbekommen, ich habe wieder Handwerker da, Elektrik muss gemacht werden und so weiter und so fort. Jonas, der Ehrenmann, hilft auch gerade den Elektrikern mit und so. Hat ja auch zwei Autos verkauft, habe ich am Donnerstag gezeigt, den Skoda Roomster verkauft. Und der hat dann noch den einen Tag den Citroen Berlingo verkauft, der hier stand. Haben mir noch erzählt, es waren ganz entspannte Kunden, sehr nett gewesen und ja, es hat auch funktioniert. War halt einfach mal auch so ein Beispiel, das Video am Donnerstag, dass es manchmal wirklich auch ohne, ich sag jetzt ohne Komplikationen laufen kann, ohne viel Aufwand und Kosten und manchmal mit ein bisschen mehr. Ne? Aber wir als Händler oder ich bin da halt quasi schon so ein bisschen dazu gezwungen, das alles in einer wirtschaftlichen Balance zu halten. Ne? Und ich denke, das haben wir auch bei beiden jetzt ganz gut hinbekommen und von daher kann man sagen, können wir getrost weitermachen. Ne? Ansonsten, ja, GTD habe ich einen ernsthaften Interessenten jetzt tatsächlich. Da sind wir uns auch schon so halbwegs einig. Der ist aber noch gerade im Urlaub. Der wird dann morgen waschen gefahren, vorbereitet für die Besichtigung. Fiat 500 kommt heute schon die dritte oder vierte Dame, die sich das Fahrzeug gerne anschauen möchte. Will aber auch nicht gleich eine Kaufentscheidung treffen.
ist halt einfach so, nehmen wir aber mit. Also, wir müssen ja auch gucken, dass hier was passiert, ne? Stell dich mal hier hin und füll mal die Reihe runter. Ja, ja. Wollt schon wieder in eine andere Richtung, ne? Aber hier steht alles voll. Ja. Ja, aber es ist auch bei anderen Händlern, ich sag mal so, es ist jetzt auch nicht für mich die beste Situation und so. Aber bei anderen Händlern, was ich dann höre, dass da ist gerade mau. Also die haben sehr wenig Fahrzeuge und haben auch gerade Schwierigkeiten, Fahrzeuge zu bekommen. Deswegen bin ich natürlich, ich will nicht sagen erleichtert, erleichtert ist der falsche Begriff, aber wir machen halt so weiter, wie wir vorher weitergemacht haben. Ne? Es ist halt einfach so. Man muss halt ein bisschen jonglieren, finanziell abwiegen und einfach weitermachen. Einfach weitermachen, immer weitermachen. Das muss natürlich auch mal passen. Können natürlich auch keine Experimente jetzt großartig so wagen mit irgendwelchen Oldtimern, Youngtimern oder irgendwelchen Riesenfahrzeugen. Ne? Man muss halt abwiegen. Aber da kommt trotzdem noch was auf euch zu, tatsächlich. Na, aber es ist halt auch der Punkt. Ne? Ich sag mal, ich will jetzt niemandem was abschreiben. Ich weiß, viele Händlerkollegen und auch teils Freunde von mir, es sind auch sehr fleißige Leute, die kennen das, die können das wahrscheinlich auch sehr nachvollziehen, auch wahrscheinlich viele Zuschauer hier, auch Autohändler bzw. Händlerkollegen. Es ist aber so, wenn man dann am Wochenende losfährt und, sage ich jetzt einfach mal so, schon so weit ist, dass man auf der Autobahn ein Nickerchen hält, damit man auch heil zu Hause ankommt, ne? Ich denke, das ist auch so ein bisschen nicht den Preis, den man zahlen muss, weil ich sehe es immer von der anderen Seite. Ich sehe das von wegen, hier muss ja nicht sein, doch, muss manchmal sein. Wenn man, ich habe es öfter schon erwähnt, wenn man Gas geben will, muss man halt Gas geben, man muss halt dranbleiben. Man muss ein bisschen mehr machen wie die anderen. Man muss zurückstecken. Man muss opfern, ne? Man muss zurückstecken und darf die Balance dabei nicht verlieren, würde ich sagen. Richtig, nee, machen wir auch nicht, wir achten ja darauf, ne? Wir gehen ja einen Schritt langsamer. Ne, Erik? Mit Erik habe ich auch rum diskutiert. Aber andere Sache hat sich gleich. Gehört ja auch was dazu, bis man ein bisschen sowas aus dem Leben erzählen. Ne? Nee, aber es ist halt einfach so, ich sehe das einfach so. Ne? Solange man das kann, solange man fit ist, solange man jung ist, solange man ambitioniert ist, solange man, egal was ist, dann pennt man halt mal samstags nachts eine halbe Stunde auf der Raststätte und fährt dann weiter. Als Beispiel, ne? Weil man 300-400 Kilometer oder ja, eigentlich 600-700 Kilometer an dem Tag zurückgelegt hat. Ne? Und das gehört halt dazu. Und wenn es halt jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende ist, dann mache ich das. Oder man muss das dann machen, wenn man, zeigen wir, wenn man kommt. Hauen wir mal ein bisschen auf die Kacke, ne? Ist jetzt, muss auch mal ein bisschen sein, weil ganz ehrlich, Bescheidenheit schön und gut. Ich rede auch mal das verkauft, das gekauft, aber ganz ehrlich, es steckt ja auch was dahinter, ne? Was man erreicht hat in den letzten Jahren. Safe. Ne? So, das haben ja auch einige von euch beobachtet, unabhängig jetzt auf YouTube, haben ja auch einige so aus der Umgebung, Stadt, Freunde, Familie, Bekannte beobachtet. Es ist nun mal so, ne? Es ist nun mal so. Ganz einfach. So. Und natürlich bin ich in manchen Situationen jetzt angespannt, aber in manchen Situationen auch viel entspannter, weil übertrieben gesagt, sehr weit hergeholt, soll es auch wirklich nicht abgehoben klingen oder sowas, aber irgendwo habe ich es geschafft. Muss man sich so eingestehen, sich selber bewusst werden, es wird mir auch immer mehr bewusst, darauf ruhe ich mich aber ganz bestimmt nicht aus. Deswegen war ich auch, wie gesagt, ich glaube, letztes Wochenende war es das, wo ich auf der Autobahn gepennt habe und ich glaube, dieses Wochenende werde ich das wieder tun. Also nicht pennen auf der Autobahn, aber ihr wisst schon, was ich meine. Eine halbe Stunde ein Nickerchen halten, damit man nicht einschläft hinterm Steuer, ne? Gehört halt dazu. Ja, verwunderlich muss ich sagen, dass der Ford Focus noch steht. Das ist ein 2018er, 1,5er mit ST-Line, hat irgendwas mit 40.000 gelaufen, hat aber ein Motorproblem, deswegen steht er auch hier hinten. Aber ansonsten ist das Ding eigentlich richtig geil, richtig schick. Ich habe auch wirklich gedacht, das ist so genau das Auto für den Export. Ne? Also ich bin ein bisschen verwundert. Vielleicht ist es ein bisschen zu teuer, ich weiß es nicht, muss mal gucken. Aber ich bin ja auch für Angebote offen, ne? Wenn es dann passt, gebe ich ihn ab. Oder wenn alle Stricke reißen, Motor raus, neuer Motor rein oder den General überholen lassen. Ne? E-Klasse ist einfach nur ein trauriges Dilemma mit dem Motorproblem da. Das ist ein trauriges Dilemma, weil es einfach so ein schönes Auto ist. Und ich kriege da immer noch Anrufe und die verstehen immer noch nicht, dass das Fahrzeug ein Motorproblem hat. Aber gut. Ja, ansonsten Grand Scenic haben wir da, den Opel Antara, ist so ein Exportauto, das ist ein 2,4 Benziner mit Allrad, hat knapp über 200.000 gelaufen, da leuchten aber alle Lampen in Richtung ESP, ABS, kann natürlich auch im Endeffekt wieder nur ein Sensor sein, muss man sich mal anschauen. Ja. Ansonsten Ford Fiesta, hier haben wir noch den Kangoo, hier haben wir noch einen Polo, sind jetzt nicht so interessant. Roomster kommt heute auch jemand, also wegen Fiat und wegen dem Roomster haben wir eine Besichtigung.
Citigo, Renault Twingo Automatik, Citigo hatte ich alles noch nicht so viel, was hatte ich noch alles, bei allem noch nichts getan. Ja, der auch nach wie vor, aber es ist halt ein schickes Fahrzeug mit guter Laufleistung. Hier habe ich tatsächlich viel Anfrage drauf, ist aber noch nicht zum Abschluss gekommen. Aber ich denke, das wird auch in absehbarer Zeit passieren, hoffentlich. Ne? Wir müssen ja auch verkaufen, wir können ja nicht nur kaufen, ne? Das ist der Punkt. Ja, Berlingo müssen wir mal gucken, da kümmert sich auch Jonas drum. Ford Tourneo, das ist auch so ein Paradebeispiel, wo du dann denkst, okay, jetzt geht wieder was, weil es war wirklich ein bisschen mau in letzter Zeit. Kriegst einen Anruf, ernsthaftes Interesse, wirklich sehr seriös geklungen, also sehr vernünftig. Ja, ich würde gerne eine Probefahrt, einen Termin vereinbaren. Ich sage, alles klar, gerne, wann passt es denn, ne? Ja, übernächste Woche Freitag. Ich sage, okay. Das ist halt so ein bisschen, ja, aber schauen wir mal, wenn es dann so kommt. Der ist ja nicht gekommen tatsächlich. Ne, da hat er mir gesagt, wenn wir das sagen, dann machen wir das auch. Wir kommen auch, wir kaufen auch. Der ist tatsächlich nicht gekommen an dem Freitag. Hatte ich ja im letzten Hofrunde erwähnt. Skoda Octavia RS habe ich drinnen in der Werkstatt stehen. Den müssen wir ein bisschen schick machen. Habe ich auch Nachfrage gerade gehabt, aber es ist nicht gekommen zum Termin. Hat aber auch tatsächlich abgesagt. Also in letzter Zeit haben viele Termine nicht geklappt. Aber die Leute haben auch wirklich abgesagt. Das fand ich schon, man hat die nicht umsonst gewartet oder sich darauf eingestellt. Das hat schon gepasst. Finde ich dann auch in Ordnung. Wenn man dann wenigstens eine Nachricht hinterher schickt, hier passt doch nicht. Oder ich schaffe es nicht. Oder ich melde mich nochmal. Ist alles in Ordnung. Passt. Ja, hier hat sich auch noch nicht viel weiter getan. Ansonsten, ja, hier hatte ich jetzt auch schon direkt zwei Anfragen. Zwecks Finanzierung. Bei dem einen hat es nicht geklappt. Bei dem anderen würde er gerne weniger bezahlen. Oder hat sich das vorgestellt, aber ja, das ist halt so. BMW, wollten ja manche auch eine Probefahrt. Können wir vielleicht dann nochmal einrichten beim nächsten Video. Aber wirklich ein sehr schönes Fahrzeug. Also da bin ich auch stolz drauf. Okay. Da bin ich auch stolz drauf, dass wir den wirklich hinbekommen haben, dass ich das auch so durchgezogen habe, weil es einfach ein schönes Fahrzeug ist. So nach dem Waschen und allem drum und dran hat man natürlich hier so ein paar Macken gesehen. Ne? Und auf der Fahrerseite ist auch eine Delle. Aber gut. Es ist halt auch ein 2015er Auto. Ja, und C63, muss auch nochmal drüber schwenken. Da kriege ich die ganze Zeit immer wieder so nach dem Motto, die Sitze sind nicht schön. Da müssten Sportsitze sein, die Performance-Sitze. Also ich fand das gerade damals eigentlich mega schick. Ich bin jetzt auch nicht so von der Freund von Vollleder. Aber ich fand es halt gerade schick mit dem Rot. Weil es halt so zu AMG passt, ne? Mit den roten Bremssätteln, rote Rückleuchten und hier mit den ganzen roten Nähten. Ich fand das richtig schick. Ich meine, rote Gurte wären nochmal so ein Highlight gewesen, ne? Aber die verbleichen ja auch gerne. Sagt mal eure Meinung dazu. Ich finde es eigentlich schick. Dann haben wir hier noch einen Renault Clio aus 2017. Der andere ist ja 2015. Der hat 72 gelaufen. Ist ganz frisch reingekommen. Müssen wir noch ein bisschen sauber machen und inserieren. Machen wir ein bisschen die Tür zu, ne? Schauen wir mal, dass es das ein bisschen leiser wird. Tatsächlich muss ich aber auch ehrlich gestehen, es war die letzten Tage und ein, zwei Wochen ein bisschen mau, ein bisschen ruhig. Dafür, dass wir so eine Anzahl an Fahrzeugen haben. Hatten eigentlich auch reichlich Termine, Probefahrten. Ne, das war eigentlich schon doch ein bisschen mehr. Aber so richtig zum Kaufen ist es nicht gekommen. Ich gehe mal kurz so die Liste durch. Und wir mal gucken, was wir so, ob wir überhaupt was verkauft haben. Also Jonas hat ja den Berlingo verkauft, der hat den Skoda Roomster verkauft. Das war jetzt aber auch schon vor zwei Wochen, ne? Muss man sich auch überlegen, hat der Kunde jetzt auch lange gewartet, aber manchmal müssen wir uns die Zeit nehmen. Und wenn wir wissen, es eilt nicht, dann kann der Kunde auch ruhig ein, zwei Wochen warten. Ne? Ist sowieso so ein großer Fehler von unserer Seite eigentlich aus, dass wir immer alles schnell und uns immer quasi auch von den Kunden unter Druck setzen lassen. In dem Sinne, dass wir alles vorbereiten, beziehungsweise schnellstmöglich innerhalb von zwei, drei Tagen das Fahrzeug übergeben. Was manchmal einfach übers Ziel hinausgeht, ne? Oder über das, was wir eigentlich stemmen können. Nee, tatsächlich nichts. Tatsächlich nichts wirklich. Nicht wirklich was. Ja, die C-Klasse ist ja rausgegangen, den A6 haben wir gekauft. Toyota Yaris. Aber ansonsten fällt mir gerade echt nichts ein.
Ist dir irgendwas aufgefallen, eingefallen? Nö. Ich hatte ja echt gehofft, dass der Skoda Octavia RS weggeht, weil der hat schon echt ein paar Tage gestanden, aber der hat sich jetzt nicht mehr wieder gemeldet. Für den Golf GTD, wie gesagt, da habe ich einen Termin und ich denke, das passt auch. Ist auch, ich glaube, es ist auch ein Zuschauer tatsächlich. Ja, muss man ehrlich sagen, an dieser Stelle ist, glaube ich, tatsächlich ein Zuschauer. Waren sogar zwei Zuschauer, die sich darauf gemeldet haben. Ne, da merkt man auch so ein bisschen, dass es auch so seine Vorteile hat. Ne? Aber wiederum muss man natürlich auch gestehen, es hat viele Nachteile. Weil wir können in so einem Video, beziehungsweise in so einem Video, was ich immer so zwischen Tür und Angel drehe, immer nur so das wiedergeben, was man jetzt so gerade im Sinn hat. Wie oft wollte ich sagen, boah, das wollte ich erzählen, das wollte ich erzählen. Und ich glaube auch, manchmal kommen Sachen gar nicht so rüber, wie man sie meint oder wie es eigentlich war. Also ich kann das, glaube ich, schon sehr detailreich wiedergeben, Kundenstories und Erzählungen. Mache ich jetzt auch nochmal. Aber ich will das erklären, was wirklich dahinter steckt, können, glaube ich, viele Zuschauer gar nicht abwiegen oder einschätzen, so wie das gemeint ist oder was da eigentlich noch dahinter steckt oder wie umfangreich diese Sachen im Grunde genommen sind. Ob es ein Auto ankaufen ist, ob es ein Auto für einen TÜV fertig machen ist, ob es ein Auto verkaufen ist oder wenn man dann auch einmal erzählt, wie man mit einem Kunden irgendwelche Probleme hat. Ne? Weil bis jetzt haben wir es immer alles problemlos, was heißt problemlos, wir haben es ja immer alles geklärt, wir haben es immer irgendwie hinbekommen. Ne? Aber das ist doch manchmal belastend, ne? Wenn die dann anfangen zu sagen, hier, wann wird das Auto fertig, sieh mal zu, mach mal schneller, mach mal dies und jenes. Ne? Haben wir auch kein Verständnis, wenn man keinen Leihwagen hat. Also, es wird immer verrückter. Nee, Spaß beiseite. Ja, aber ich hatte zum Beispiel wirklich eins nach dem anderen am Arbeiten gewesen. Und die nächste Reklamation steht auch schon im Raum. Ne? Da habe ich dann auch den Kunden gleich klipp und klar gesagt. Ich sage, pass mal auf, wir wissen noch nicht mal, ob es ein Verschleißteil ist, was unter gar nicht unter Gewährleistung fällt. Also müssen wir das schon so machen, wie ich das vorschlage. Da geht es nicht direkt zu Audi, da geht es erstmal in meine Werkstatt. So, ob du der Werkstatt vertraust oder nicht, das ist nicht mein Problem, weil ich vertraue der Werkstatt. Ne? Oder meinen Leuten, die ich kenne. So. Ne? Aber wenn ich jetzt das Auto zu Audi gebe und die sagen mir XY und wechseln das alles durch und es ist am Ende gar nicht das und haben aber schon 5 Stunden danach gesucht, was sie sich auch bezahlen lassen. Ne? Also. Deswegen mache ich das nicht. Ich mache es auf meine Art und Weise. Bist du fertig? Da hört er irgendwo so ein bisschen die Sachlage auch auf. Ne? Weil im Endeffekt hat man als Händler nicht nur Nachteile. Ne? Man hat das Recht zur Nachbesserung. Und ich habe auch sogar das Recht, wenn es jetzt kein grundlegendes Problem war, beziehungsweise wenn es jetzt kein Gewährleistungsfall war, habe ich auch das Recht, das den Kunden dann in Rechnung zu stellen. Ne? Also muss man immer ganz vorsichtig sein in dieser Sache. Ne? Klar hat man als Käufer, als Laie, als Verbrauchsschutz quasi, Verbraucherschutz, ich glaube, das nennt sich so. Es ist aber nicht alles nur zum Nachteil, beziehungsweise nur zum Vorteil für den Verbraucher, weil ich habe auch ein ganz gutes Beispiel genannt. Und das ist wirklich so ein Ding, wo du dir dann denkst, wo das einem so einfällt, wo man dann selber doch mal alles so reflektiert. Ich habe den zu dem tatsächlich gesagt, weil er meinte ja, bei Audi kriege ich einen Mietwagen. Ey, ist doch alles cool. Also falls er auch das Video sieht oder nicht sieht, ist alles cool. Richtig netter Typ. Haben uns auch bis jetzt immer noch gut ausgetauscht, immer noch gut verstanden. Aber wenn man halt auch mal die Brechstange rausholt, dann muss man damit rechnen, dass man Gegenwind bekommt. Ne? So, und in dem Sinne war es dann einfach so, dass es hieß, ja, bei Audi kriege ich ja mal einen Leihwagen, bei Audi kriege ich dies, bei Audi kriege ich jenes. Und ob man sich die Kosten teilt oder sonstiges, darum geht es dann erstmal gar nicht. Ich habe aber gesagt, ich habe das Recht darauf, zu meinen Leuten, weil ich vertraue keinen Vertragspartner, ich vertraue meinen Werkstätten, die ich kenne. Und auch keine fremden Werkstätten. Dann ging es halt darum, ja, ich wohne aber nicht hier gleich um die Ecke, ich kann nicht einfach mein Auto abends hinstellen, dies, das, anderes. Da habe ich gesagt, ja. Ich sage, aber ich kann mir meine Kunden auch nicht aussuchen. Oder sehe ich das falsch? Das ist wirklich so, da hast du mir so ein Geistesblitz bekommen. Ich sage, ey, ich habe dir nicht gesagt, komm 200 Kilometer hier oder 150 Kilometer hier angefahren und kauf ein Auto bei mir. Du hast mich angerufen. Oder ihr ruft uns an. Ihr seht unser Produkt im Internet angeboten und wollt es haben. Ihr müsst nicht anrufen oder vorbeikommen und auch nicht kaufen. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir uns die Kunden raussuchen. Den Luxus haben wir leider nicht. Aber den habt ihr als Käufer. Ihr könnt auch sagen, nee, weißt du was, ich kaufe das Auto nicht 100 Kilometer entfernt oder 300 Kilometer entfernt oder 500 Kilometer entfernt. Nein, ich kaufe es hier bei meinen Nachbarn oder bei meinem Händler um die Ecke oder ein Dorf weiter oder eine Stadt weiter oder hier im nächsten Autohaus oder beim nächsten Gebrauchtwagenhändler. Oder sehe ich das falsch?
Da ist mir so richtiges Licht angegangen. Ich sag, Alter, die Leute kommen doch zu uns. Ihr kauft doch von uns die Autos. Ne? Gott sei Dank, toi, toi, toi. Wir haben sehr wenig und sehr selten Gewährleistungsfälle. Und sind bis jetzt auch immer am Rhein gewesen, haben es immer vernünftig geklärt. Auch in dem Fall hat er dann gesagt, hieß es dann auch wegen Anwalt, wir können das auch so klären, gar kein Problem, können wir so klären, dann bringst du mir das Auto, ich habe, ja, du hast ein, zwei, dreimal das Recht, ich sage, siehst du, anscheinend kennst du die Gesetze besser wie ich, oder auch nur zweimal, ist doch egal, dann machen wir das so, wie ich das will. Punkt, aus, Ende. Weil es hieß dann, ja, wenn nicht, dann muss ich das Auto zurückgeben oder muss es zurückkaufen, ja, alles gut. Aber bis dahin habe ich ja noch ein, zwei, drei Möglichkeiten, oder nicht? Das ist der Punkt, deswegen sollte man immer so ein bisschen lieber versuchen, mit dem Händler in Waage zu bleiben, ne? Und immer zwischenmenschlich und auch auf vernünftiger Ebene eine Lösung zu finden, ne? Toyota Yaris auch, da haben wir jetzt Probleme mit dem Reifendruck, Kontrollsensor. Und tatsächlich, ohne Scheiß, ist das erst angegangen, als sie quasi schon das Fahrzeug hatten. Vorher nicht, weil wir kriegen auch keinen TÜV damit. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir kriegen keinen TÜV. Ich hatte schon das Problem zweimal. Wenn da keine Reifendrucksensoren verbaut sind und das zeigt es an einem Bordcomputer, kriegst du keinen TÜV? Also wenn das angezeigt wird, sorry. Also wenn das angezeigt wird im Bordcomputer, Reifendruckkontrolle, und man kann das nicht resetten, kriegst du keinen TÜV? Das ist ein sicherheitsrelevantes Teil. Beziehungsweise für die Hauabnahme. Aber ohne Scheiß, es ging vorher nicht an. Ja, ist auch egal. Ich hab's resettet, ging aus, ging wohl kurz später wieder an. Wieder hierher gebracht, ist ja gar kein Problem. Lass Auto stehen. Erst habe ich gesagt, komm später, weißt du noch? Du warst ja da. Ja. Ich habe gesagt, komm später. Ja, gegeben die schnelle Zeit, wo sind die wiedergekommen? Habe ich gesagt, okay, ihr müsst das Auto jetzt hier stehen lassen. Ja, hast du am Morgen schon gedacht, ist alles gut. Mach das bitte, ich kümmere mich auch drum. Dann bin ich dahin gefahren zum Reifenhändler, habe eine Probefahrt gemacht, habe einen Reifendruck kontrolliert und gemacht und getan. Habe es nicht hinbekommen, aber festgestellt, tatsächlich, es sind keine Sensoren verbaut in den Winterreifen. Und die waren aber auch schon vorher drauf, also wir haben die nicht umgesteckt. Das ist das Kuriose. Aber gut, nichtsdestotrotz habe ich gesagt, pass auf, Reifendruck passt. Ihr kommt, wenn Sommerreifenzeit ist, ich stecke es euch drauf, ich nehme dafür auch nichts. Wir schauen uns an, sind in den Sommerreifensensoren verbaut, weil die haben die ja schon zu Hause. Stecken wir sie drauf, fixieren alles, dass alles passt. Ihr lässt die Winterreifen hier und ich kümmere mich um Reifendrucksensoren. Geht auch auf meine Kosten, ganz einfach. Ne? Mach kein großes Theater. Fahr, auch wenn die Lampe jetzt leuchtet, fahr, ist alles gut. Ich stecke euch die Sommerreifen kostenlos drauf natürlich, schaue mir die Winterreifen an und die Sommerreifen, also wegen der Sensoren, und kümmere mich dann drum im Nachhinein. Ja, alles gut, willst du es aufschreiben? Brauche ich nicht aufzuschreiben, kann ich mir merken. Sicher, ich sage, ja, kann ich mir merken. Also wenn ich jemandem was verspreche oder wenn ich eine Abmachung treffe, dann kann ich mir das schon merken, gar kein Problem. Da hieß es dann auch, genau, bei dem Audi-Fall, der jetzt kommen ist, wo ich das jetzt nebenbei noch abkläre. Da hieß es auch, wie gesagt, es ist ein Geräusch, ein Nebengeräusch. Da hat mein Mechaniker auch gesagt, du, Ahmed, wenn er eine Garantie hat, dann soll er so lange fahren, bis es kaputt ist, wenn es keiner feststellen kann, das Problem. Ja, dann hast du wenigstens, dann weißt du, was das Problem ist. Ich sage, ja, das kannst du natürlich auch nicht bringen. Ne? Und muss natürlich auch ehrlich noch die Kommunikation dazwischen erklären, weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe dann auch am Telefon zu mir gesagt, guck mal, du hast Auto bei mir gekauft und hast von Anfang an gesagt, du brauchst ein sicheres, zuverlässiges, vernünftiges Auto, willst keine Probleme. Aber ich sagte, schau dir das Auto an, starte es, mach eine Probefahrt. Da war ja auch ein bisschen, also war jetzt nicht, er kannte sich schon aus. Er kennt auch die Probleme, Nockenwelle, alle drum und dran. Ist auch alles in Ordnung. Auch Audi hat gesagt, Steuerkette ist alles in Ordnung. Da war er ja schon. Wegen dieser, also er hat schon einmal abchecken lassen. Der hatte mich auch tatsächlich einen Monat nach dem Kauf angerufen, nur zwei Monate. Hat sich aber nicht mehr gemeldet. Ich dachte, okay, das Problem ist gelöst. Genau, da habe ich aber zu ihm gesagt, guck mal, ich habe eine Frage. Als du das Fahrzeug hier besichtigt und gekauft hast, war dieses Geräusch schon da? Nein. Und er war ja auch wirklich zwei, dreimal da. Ne, also man hört es auch nicht, also es ist quasi im kalten Zustand. Mehr als im warmen Zustand. Da habe ich ja gesagt, pass auf, war der Mangel da? War ein Nebengeräusch, war ein Klackern, war ein Klappern, war sonst irgendwas da? Nein, war es nicht. Ich sage, siehst du. Also habe ich dir doch schon mal nichts verschwiegen oder dich irgendwie verarscht oder so. Nee, hast du nicht, alles gut und so. Ich sage, ja, aber deswegen müssen wir eine Lösung finden. Aber du kannst halt nicht erwarten und verlangen, du fährst das Auto und nebenbei wird es repariert. Das geht nicht. Und das war so die Idee. Aber er will halt unbedingt zu Audi. Ich habe gesagt, Audi mache ich nicht mit. Das ist halt der Punkt, ne? Ja, aber wir schauen mal, wie wir da eine Lösung finden. Aber es ist halt wirklich so,
Es kommt eins nach dem anderen. Du arbeitest eins ab, da kommt schon wieder das nächste. Ne? Ist zum Glück alles noch im Rahmen. Man muss ja gucken, wie man damit umgeht. Man muss ja gucken, ja, Dingens kennen. Ne? Seine Rechtslage vor allem als Händler. Ne? Aber gut, damit befassen wir uns auch immer mehr. Und in dem Sinne sehe ich doch gar keine Probleme weiterhin. Es sei denn, verkaufen irgendwann nur noch Elektroautos. Mal schauen, was da so kommt. Wir werden auf jeden Fall, ich habe auch mal wieder den Gedanken, komplett umzustellen. Aber jetzt gerade geht es aktuell sowieso nicht mit der Masse an Fahrzeugen, die wir haben, dass ich irgendwie ein anderes Konzept hier reinbringe oder eine andere Vorstellung von Fahrzeugen. Aber mal gucken, was sich so entwickelt. Erstmal haben wir hier noch einiges zu reißen. Wir müssen noch einige Autos verkaufen. Wir müssen noch einiges baustellentechnisch hier machen. Erik braucht auch Beschäftigung, deswegen drehen wir auch noch Videos nebenbei. Und in diesem Sinne müssen wir auch weitermachen. Ne? Hat sich wieder sehr lang gezogen. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. An dieser Stelle bleibt alle gesund, trinkt viel Wasser und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dann.